Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Maniküre und zwar mit Manifix. Ich freue mich ganz besonders, dieses Video jetzt zu drehen, weil alle, die mich jetzt schon ein bisschen verfolgen, seitdem ich wieder YouTube regelmäßig mache, haben festgestellt, dass ich seitdem eigentlich immer Nagelfolien besitze. Das habe ich euch immer gesagt, in jedem Aufgebrauch gezeigt, dass ich schon verschiedenste Marken getestet habe. Und ich muss sagen, ich bin bei Manifix hängen geblieben. Also die gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Ich habe, der Kundenservice ist mega, die Farben sind toll. Ich zeige euch das gleich alles ganz genau. Und ihr wisst, ich habe davon schon einige getestet. Und jetzt habe ich das Glück, sagen zu können, dass ich eine Kooperation mit Manifix habe, was mich sehr, sehr freut, weil es halt einfach wirklich ein Herzensding für mich ist, weil ich wirklich jeden Monat dort bestellt habe. Und das freut mich natürlich umso mehr. Und ja, wir legen mal los mit diesem Video. Ich zeige euch als erstes, was ich diesen Monat zugeschickt bekommen habe. Ich durfte mir zwei Nagelfolien aussuchen. Und da habe ich mir diese beiden hier ausgesucht. Weil jetzt geht es natürlich so ein bisschen Richtung Herbst und Winter. Da habe ich einmal einfach ganz normal schwarze Nagelfolien genommen. Das sind beides übrigens UV-Nagelfolien. Manifix hat auch noch normale im Angebot. Und einmal diese Variante hier, die gucken wir uns auch gleich genauer an und verwenden die einmal, weil ich denke, das ist ein bisschen spannender zu sehen, als nur schwarze zu sehen. Genau. Was ich halt schön bei Manifix finde, ist, dass die Verpackung immer schon ein bisschen Aufschluss darauf gibt, wie das Ganze aussieht und dass sie so schmal sind. Die anderen Verpackungen sind meistens immer drei, viermal so gut dick und die kann man halt viel besser verstauen, was ich toll finde. Und wie gesagt, die Verpackung ist schwarz, es sind schwarze Folien. Gut, hier ist sie jetzt einfarbig, aber auch die Farbe von einem der Nagelfolien zum Beispiel. Man sieht auf einen Blick direkt, was einen erwartet. Und das finde ich schön. Wie gesagt, die beiden Farben habe ich zugeschickt bekommen. Das hier ist All I Want und das hier ist Powerful. Genau, den widmen wir uns gleich. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich wirklich viel da kaufe. Ich habe noch das hier an Vorrat und das bevor diese Kooperation zustande gekommen ist. Dann könnt ihr vielleicht auch mal so einen groben Überblick sehen, was es sonst noch so gibt. Ich habe zum Beispiel noch diese vier. Das hier ist ein Knallrot. Das hier sind halt verschiedene, die haben so bestimmte Effekte dann noch. Das hier ist ein Knallpink. Dann habe ich hier noch welche, unter anderem ein Weiß, ein Gelb und diese noch. Das sind jetzt die, die ich noch zu Hause hatte, also genug. Ich könnte noch eine Weile damit klarkommen. Sehr schön, oder? Ganz ehrlich, diese Verpackung finde ich wunderschön von außen schon. Also das finde ich allein schon toll. Ja, so viel dazu. Also ihr seht, ich bestelle da gerne und auch recht häufig und viel. Jetzt zeige ich euch aber und währenddessen erzähle ich euch vielleicht noch ein bisschen, was daran noch ganz praktisch ist. Jetzt zeige ich euch, wie die Anwendung geht. Wie ihr seht, ich habe gerade nichts drauf. Und das will ich natürlich ändern. Aber eins kann ich sagen, früher sind meine Nägel immer eingerissen. Ich hatte da super Probleme. Das heißt, es hat kein Nagellack geholfen. Es hat, Neonail hatte ich mal probiert, war auch nicht so meins, also den normalen Lack davon. Und dann bin ich auf Folien halt gestoßen und seitdem habe ich endlich, ich habe sie jetzt gerade kurz gefeilt, ne? habe ich aber endlich Nägel, die nicht mehr einreißen. Sie sind, ich hatte sonst immer so super dünne, dass man die so biegen konnte. Das geht nicht mehr. Also ich kann auch nicht sagen, dass irgendwelche Nagelfolien was kaputt gemacht haben bei mir. Eher im Gegenteil. Also für meine Nägel war das Gold wert und richtig schön. Genau. Wir starten dann jetzt. Ich habe gesagt, ich nehme hier die Farbe All I Want. Ich packe das mal aus und zeige euch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ich hole das mal aus der Verpackung raus. So, für alle, die Nagelfolien vielleicht nicht kennen, also das ist halt wirklich wie Gel-Lack. Es ist einfach schon vorgefertigt und ihr seht gleich die Anwendung. Es ist super, super einfach und wirklich toll. Ihr müsst das Ganze natürlich mit der UV-Lampe aushärten, aber es hält super, super gut. Also wirklich, sie werben damit, dass es 4 Wochen halten kann. Ich mache sie meistens schon eher ab, ich bin ganz ehrlich. Also ich kann wirklich nicht sagen, wie lang der Langzeittest ist. Das müsste ich vielleicht eigentlich bald mal machen. Aber ich bin ehrlich, ich möchte dann einfach eine andere Farbe haben und mache sie schon ab. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, also 2 Wochen habe ich die locker drauf. Das auf jeden Fall. Und das finde ich schon mega. Und danach ändere ich es dann halt. Ja, ich zeige euch mal kurz den Inhalt. Und zwar kommt das Ganze, die Nagelfolie immer mit so einem Rosenholzstäbchen, mit dem ihr vorher noch zum Beispiel eure Nagelhaut zurückschieben könnt, damit das Ganze einfach besser hält. Das empfehle ich euch auch. Das ist bei mir jetzt gerade nicht nötig, weil ich es erst letztens gemacht habe. Und es kommt auch mit einer kleinen
Pfeile. Das heißt, ihr braucht theoretisch keine eigene Pfeile. Ich habe eigentlich immer noch eine da. Aber genau, damit kommt das. Und dann sind hier drin die Folien, dass ihr es zum Beispiel auch wieder verschließen könnt mit den Resten, dass da nicht so viel UV-Strahlung drankommt. Dann hole ich das Ganze einmal raus. Davon gibt es zwei Streifen. So sieht das jetzt hier aus mit dieser Farbvariante. Finde ich sehr schön, finde ich sehr herbstlich. Hat mir jetzt ganz gut gefallen. Und ich denke, das sieht ganz schick aus. Ihr habt hier insgesamt 16 Nagelfolien in dem Sinne. Die sind natürlich in unterschiedlichen Größen. Ihr findet da bestimmt eure Größe. Also da habe ich jetzt noch nie gehört, dass da jemand ein Problem hat. Mir sind zum Beispiel die Größen beim Daumen zu groß. Aber das kann man zur Not auch noch alles selber zuschneiden, wenn man das möchte. Also ihr könnt theoretisch sicherlich irgendwie alle verwenden. Und wenn man nachher, sag ich mal, die Reste erstmal sammelt und dann vielleicht auch eine bunte Hand macht, I don't know, das geht garantiert. So, also ich zeige euch einmal kurz nur, wie man anfängt, wie man die richtige Größe aussucht. Wobei das, glaube ich, relativ selbsterklärend ist. Ihr haltet das einfach so an den Finger und schaut halt, es darf auf jeden Fall nichts überstehen. Das ist ganz wichtig, sonst hält es nicht gut. Also zur Not lieber ein ganz bisschen mehr Rand an den Seiten lassen, als dass es übersteht. Und der kleine passt auch perfekt auf meinen kleinen Finger. Das sieht man jetzt nicht ganz so gut. Aber der passt und so geht ihr erstmal vor. Ihr guckt erstmal, welche braucht ihr. So, hier seht ihr meine Hand. Die ist in dem Sinne vorbereitet, dass ich sie in Form gefeilt habe, so wie ich sie gerne haben möchte. Ich habe meine Nagelhaut zurückgeschoben und genau, ganz leicht mit einem Buffer. So sehen die aus, wenn ihr das kennt. Die sind ja jetzt nicht so rau wie eine richtige Nagelfeile. Ganz leicht anraue, weil es dann einfach nochmal ein bisschen besser hält. Und dann habe ich mir hier so etwas genommen, was jetzt mit einem Reiniger getränkt ist. Es reicht auch theoretisch, wenn ihr euch eure Hände einmal mit Seife ganz, ganz ordentlich wascht oder halt Nagellackentferner, Aceton oder irgendwas über die Nägel drüber gibt, weil es darf keinerlei Öl mehr auf euren Fingernägeln sein, weil sonst das Ergebnis, es hält dann einfach nicht so. Und das ist wirklich super, super wichtig in diesem Schritt. Und dafür gehe ich jetzt einfach mit dem Tuch einmal über den Nagel, mache den schön sauber, auch schön die Ecken überall schön dran, damit das alles von Öl befreit ist. Auch wenn ihr denkt, da ist nichts dran, aber macht es lieber richtig schön sauber. So, jetzt ist diese Hand sauber und bereit für die Folien. Wir fangen mal gerade an. Ich zeige euch das an ein, zwei Nägeln einfach. Mit dem kleinen Finger fange ich einmal kurz an. Da passt bei mir, also ihr müsst es einmal so anhalten, ob das auch wirklich passt. Es darf halt wirklich nicht auf die Nagelhaut oder so kommen, damit es gut hält. Bei mir passt dieser kleine hier. Dann zieht ihr einfach hiervon die Folie ab, die da oben drüber ist. Und dann zieht ihr vorsichtig die Folie runter. Ich nehme sie dann mal in die andere Hand. Und dann müsst ihr jetzt natürlich aufpassen, dass ihr das schön ordentlich, mittig und wie gesagt, dass nichts übersteht, auf den Nagel aufklebt. So. Einmal kurz gucken, das sieht gut aus. Ihr könnt das sonst zur Not auch noch ein bisschen richtig ziehen. Das ist noch möglich alles. Dass es halt wirklich gut sitzt. Dann drücke ich das immer ganz schön, so sieht das jetzt gerade aus, dann drücke ich das halt wirklich mit den Fingern richtig schön an. Das ist halt überall wirklich richtig schön haftet auf dem Fingernagel. Das ist auch sehr, sehr wichtig. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann könnt ihr das entweder abschneiden, schon mit der Schere. Ich feile das halt direkt. Man kann jetzt halt die Feile nehmen, die hier bei ist. Am besten ist es, wenn ihr das von unten, hier unter die Kante, das sieht am schönsten nachher das Ergebnis aus. Das heißt, ich fange meine Ecke an, klappe das mit der Nagelfeile um und dann feile ich in eine Richtung immer. Das mache ich dann genauso hier. Immer so ein bisschen schräg von unten. Dann nehme ich die andere Kante. So, es hängt noch ein bisschen an einem Zipfel fest. So, jetzt konnte ich das abmachen. Jetzt schaue ich nochmal, presse das auch vorne nochmal ordentlich mit dem Finger dran. Guck, dass es wirklich gut sitzt. Und dann
könnt ihr es theoretisch schon unter die Lampe halten. Ich zeige euch jetzt noch einen einzigen, wie das damit nochmal geht mit dem anderen, dass man es vielleicht nochmal ein bisschen besser sieht. Ich gucke mal gerade, welcher gut passt. Vielleicht zeige ich euch den Zeigefinger einmal. Da würde zum Beispiel der Glitzerton hier passen, habe ich gerade geprüft. Dann nehme ich hier wieder die Folie ab. So. Ziehe die Folie hier runter. Und setze das auf den Nagel und dann klappe ich das um. Pass auf, dass nichts übersteht. Drück es wieder ordentlich an. So, wie gesagt, überall ordentlich festdrücken. Und dann wird wieder gefeilt. Ich kann das Ganze wieder abziehen. Hier steht jetzt noch so ein bisschen was über, aber darum kümmern wir uns gleich. Ich presse es nochmal einmal richtig schön an. Und jetzt haben wir im Grunde den zweiten. Jetzt muss das Ganze natürlich aushärten. Ihr wisst Bescheid. Ich habe hier eine Lampe, auch von Manifix. Drücke da drauf, dass sie angeht und halte einfach meine Finger rein. Und ihr wartet einfach so lange, bis die Lampe von alleine wieder ausgeht. So, wenn die Lampe ausgeht, sieht das Ganze so aus. Es ist jetzt wirklich gehärtet. Ihr spürt das, glaube ich, auch gut dann. Und jetzt gehe ich im Grunde im letzten Schritt nochmal mit einem Buffer so an den Enden entlang, dass da nichts absteht. Mach das nochmal so ein bisschen ordentlich. Das geht jetzt auch ganz gut, weil, wie gesagt, es ist gehärtet. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich mache jetzt einmal die Hände fertig und zeige euch das Gesamtergebnis gleich. So, ich habe jetzt meine Nägel gemacht mit dieser Folie und so sieht das Ergebnis aus. Das sind meine Nägel. Es ging super, super schnell. Es ist super, super einfach. Ich mache das Ganze immer gerne abends auf dem Sofa normalerweise, während ich einen Film gucke oder irgendwas. Das ist wirklich super easy. Für Anfänger geeignet und ich finde es richtig, richtig schön persönlich. Ich mag das Ergebnis und es hält mega gut. Und vor allem möchte ich dazu sagen, es hält wirklich sehr gut. Ich bin momentan am Renovieren. Ich friemel Tapete ab, ich mauer teilweise momentan und meine Nägel sehen immer trotzdem so gut aus und es hält wirklich lange. Also ich kann euch hiermit nur Manifix wirklich ans Herz legen. Ist für mich eine ganz tolle Marke, es sind ganz tolle Folien. Für alle, die das vielleicht mal ausprobieren wollen, ich bin auch gerade im Gespräch noch mit meiner Ansprechpartnerin. Höchstwahrscheinlich habe ich einen Code, dann guckt bitte unten rein. Wahrscheinlich werde ich ihn dann hier auch verlinken, aber unten steht alles weitere. Ich verlinke euch alles und genau, der Code steht dann unten drin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst mir gerne eure Meinung da. Vielleicht habt ihr Manifix selber schon mal ausprobiert, das würde mich mega interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!